Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es wieder um Sea of Thieves. Genauer gesagt haben wir heute eine ganze Palette an Themen zur Auswahl. Joey Need und Shelly Preston haben in dem neuen Video der Entwickler über eine Vielfalt an Themen gesprochen. Sie sprachen über den Einstieg und die Freiheit in dem Spiel, die neuen kleinen Schiffe, das nicht-verbale Kommunikationssystem und die Bestrafung. Viele dieser Themen habe ich im letzten Video bereits angesprochen, allerdings haben wir nun mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Somit ist es im Großen und Ganzen das Ergänzungs-, das Update-Video zu dem letzten. Fangen wir mit dem Einstieg und der Freiheit an. Wie bereits in einem anderen Video gesagt, wollen die Entwickler das Spiel so einstiegsfreundlich gestalten, wie es ihnen nun möglich ist und mit so viel Freiheit, wie es nur geht. Allerdings wird die Freiheit dort ein Ende finden, wo ihr gezielt eurer Crew schaden könnt. Zusammengefasst heißt das, kein Teamschaden, keine Meuterei, allgemein kein Schaden für die Gruppe. Also ihr als Individuum könnt nicht gezielt eurer Gruppe schaden. Allerdings gibt es neben dem physischen Aspekt auch noch andere Arten, seine Crew zu trollen. Indem man mit dem Schatz immer wegrennt oder den Anker jedes Mal, wenn er neu hochgeholt wurde, direkt wieder ins Wasser schmeißt. Um mit solchen Trollen fertig zu werden, haben die Entwickler ein System sich ausgedacht, das dafür sorgt, dass so etwas unterbunden wird. Jetzt wurde es genauer vorgestellt. Sollte ein Crewmitglied über die Stränge schlagen, so könnt ihr in euer Menü gehen, dort unter Crew den Troll auswählen und abstimmen, ob er in die Zelle soll. War die Abstimmung erfolgreich, so gelangt der Troll in die Zelle. Dort könnt ihr ihn auslachen, mit Kotze beschmeißen oder Musik vorspielen. Warum das Letztere jetzt eine Bestrafung ist, weiß ich nicht. Weiter kann über das Crew-Menü der Troll gemutet werden. Meiner Meinung nach ein sehr schönes System, das vor allem in eine Piratenwelt gut reinpasst. Ob dieses System dann aber nicht auch ausgenutzt werden kann, das sei mal abzuwarten. Es wurde ein neues Feature vorgestellt, nämlich das der 1-2-Mann-Schiffe. Welche Vorteile diese haben, habe ich bereits im ersten Video über die Schiffe gesagt. Schaut dort einfach mal rein, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt. Jetzt sehen wir, wie sie aussehen und ich habe mir sie ziemlich genauso vorgestellt. Die Details. Die Kleinschiffe haben nur einen Mast, zwei Kanonen, die nach denselben Kanonen aussehen, die auch auf den großen Schiffen verbaut sind, einen Anker am Heck des Schiffes, im Gegensatz zu dem großen Schiff ist er ja in der Mitte, zwei Munitionsfässer und zwei Versorgungsfässer, soweit wir das sehen können, und scheinbar noch ein kleines waagerechtes Segel am Heck des Schiffes. Dieses Tuch, was so aussieht wie ein Sonnensegel, wo ich aber ziemlich sicher bin, dass es ebenfalls ein Segel ist, sobald der Wind von hinten kommt, bekommen wir extra Antrieb. Weiter gibt es auch eine Kapitänskabine, die aber eher klein und offen ist. In dem Gameplay sieht man ja, dass zwei kleine gegen ein großes Schiff kämpfen. Meiner Meinung nach müsste das sogar sehr gut funktionieren, da die Crew auf dem großen Schiff sich aufteilen muss. Wenn man dann noch die Kleinschiffe mit 3 Mann besetzen könnte, wäre eine Kombination aus 2 Kleinschiffen mit A3 Mann sogar sehr stark gegen ein einzelnes großes Schiff. Ich freue mich schon sehr, vielleicht jetzt sogar schon ab heute die Kleinschiffe in Aktion zu erleben. Die Entwickler sind nochmal kurz auf das nichtverbale Kommunikationssystem eingegangen. Da haben sie allerdings nichts wirklich Neues erzählt. Lediglich konnte man sehen, dass man mit der X-Taste die Auswahl erweitern konnte, um dann quasi noch mehr einfach Sachen zur Auswahl zu haben, die man dann sagen kann. Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich einfach mal das Video, welches ich darüber bereits erstellt habe, einfach mal anschauen. Das wäre es an dieser Stelle und das ist ja auch schon mal einiges. Was haltet ihr von den kleinen Schiffen und dem Bestrafungssystem? Erfüllt das euren Vorstellungen oder habt ihr noch andere Ideen, wie das zu lösen sei? Oder ob noch mehr Schiffe logischerweise hinzukommen sollen, zum Beispiel 3-Mann-Schiffe oder 6-Mann-Schiffe vielleicht sogar? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich sehe euch an Bord, euer Chef.